Wir gucken weiter, nämlich das Video von William. Auch ein richtig krasses Video. Da bin ich richtig gespannt. So wurde ich versehentlich zum russischen TV-Star. Der hat jetzt, glaube ich, den Titel geändert. Das hieß irgendwie, das hieß erst bei minus 71 Grad überleben. Also er reist jetzt zum kältesten Ort der Welt und macht ein paar Challenges. Ich befinde mich aktuell am kältesten Ort der Welt. Hier herrschen Temperaturen von bis zu minus 71 Grad Celsius. Damit ist es kälter als in der Arktis und sogar kälter als auf dem fucking Mount Everest. Mein Ziel ist es, hier die nächsten 72 Stunden zu überleben. Boah, schaut euch das an. Guckt dir das an. Guck mal, das ist einfach ein Berg. Das ist so krass, dieses Intro. Also, er hätte genauso gut ein Bild von einem Berg einblenden können, aber er hat einfach einen Berg hinter sich eingeblendet. Oh, ist das echt? Nee, das ist nicht echt, ne? Das ist kein echter Berg. Heilige Mandarine, es ist wirklich so. Everest. Mein Ziel ist es, hier die nächsten 72 Stunden zu überleben. Hi Will, erstmal viel Spaß in der Eiseskälte, in den kältesten Ort der Welt. Pass auf deine Finger auf, dass sie nicht abfrieren. An dem Ort, an dem du dich befindest, wird das ziemlich schnell passieren. Ey, ohne Spaß, ne? Wenn das Video hier nicht viral geht, dann höre ich auf mit YouTube. Der Aktion habe ich es einfach in die russischen News geschafft. Um nach Olmyakon an den kältesten Ort der Welt zu kommen, müssen wir über 8000 Kilometer zurücklegen. Dieses Dorf liegt einfach auf der anderen Seite der Welt, mitten in Sibirien. Ein Tag lang fliegen wir nach Jakutsk, in die kälteste Stadt der Welt. Und von da aus geht es dann nochmal zwei Tage am Stück, Tag und Nacht, quer durch die Eiswüste Sibiriens, um nach Olmyakon an den kältesten Ort der Welt zu kommen. Boah, es ist halt, es liegt halt wirklich irgendwo im Nirgendwo. Es ist sehr krass, dass er da hingefahren ist. So langsam lässt der Jetlag nach und ich check gerade erstmal, was wir eigentlich machen. Es ist ein bisschen so, als wären wir gerade im Weltraum und trennen uns nur diese paar Millimeter von der Kälte da draußen. Auf der Straße, die wir hier langfahren, kam uns seit Stunden kein Auto entgegen. Und wenn der Motor von dem Auto jetzt ausgehen würde und wir in den nächsten 15 Minuten den nicht wieder anbekommen würden, dann würde der gefrieren und wir wären wahrscheinlich innerhalb der nächsten 2 Stunden von der Kälte da draußen tot. Boah, okay, das ist sehr krass. Als ob man da einfach innerhalb von 2 Stunden erfriert und drauf geht. Ich hatte Angst, dass das Auto kaputt geht und dann ist man am Arsch. Das war praktisch gesehen tot. Wir müssen dabei mit ganzen 9 Stunden Zeitverschiebung kämpfen. Über Straßen auf zugefrorenen Flüssen, Huckepisten und durch riesige Gebirgsketten durch, bis wir nach 3 Tagen endlich ankommen. Nachdem wir über 3 Tage unterwegs waren, sind wir endlich am kältesten Ort der Welt angekommen. Hier sind einfach gerade minus 60 Grad. Ich erhole mich jetzt erstmal von dem Jetlag. Wir sehen uns morgen wieder. Die 72 Stunden beginnen ab jetzt. Ich habe mir 10 Challenges von verschiedenen YouTubern schicken lassen, die ich in der Zeit erledigen muss. Die Tage sind ja aktuell nur 4,5 Stunden lang. Danach haben wir dann kein Sonnenlicht mehr und es wird nochmal kälter. Das heißt, wir müssen uns ganz schön beeilen und starten jetzt direkt mit der ersten Challenge. Die kommt von Josef und die schaue ich jetzt mal an. Hey Will, ich hoffe, du hast dich warm eingepackt, mindestens einen dicken Baumwollpullover und so einiges anderes, damit du nicht frierst. Und falls du das nicht gemacht hast, oder auch einfach so, mach doch mal ein Feuer draußen in der Kälte. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Als wir in der Arktis waren, habe ich mitbekommen, wie kompliziert es sein kann, wenn man draußen Feuer machen möchte oder machen muss. Also vielleicht probierst du dich mal daran und pass auf deine Finger auf, dass sie nicht abfrieren oder abbrennen. Okay. Viel Erfolg! Danke, Josef, auf jeden Fall für die Challenge. Allein hier trockenes Holz zu finden, wird eine riesige Challenge. Und das dann noch anzubekommen bei der Kälte, ich würde sagen, wir probieren es. Let's go. Hä, aber mach doch einfach Feuerzeug und dann ist das Holz an. Was, warum macht er ein Theater? Einfach Feuerzeug. Guck mal, aus seinem Mund kommt ja schon Rauch raus. Der muss einfach nur Holz anatmen. Guck mal, wie heiß das ist. Da kommt Rauch. Ja, ach, scheiß drauf. Richtig crazy. Wenn man nicht schnell genug zwinkert, dann kleben einfach die Wimpern zusammen. Weil der Schnee da drin ist und es gefriert. Hast du warmes Feuerholz für mich? Als ob dann einfach die Augen zusammenkleben. Aber ist schon kalt. Ich meine, minus 70 Grad ist schon krass. Oh, sehr gut. Unser Guide Aya hat uns jetzt gerade hier trockenes Feuerholz gegeben. Danke. Okay, damit können wir es probieren. Gibt es eigentlich ein Zeitlimit? Keine Ahnung, ich sag mal 10 Minuten. Was, 10 Minuten? Ja. Alter. Ich würde sagen, hier sieht es gut aus. Ich habe nur das eine Feuerholz hier, das sollte ich jetzt nicht in den Schnee droppen. Hast du ein Feuerzeug? Ich habe Streichhölzer für dich im Rucksack. Streichhölzer? Streichhölzer. Willst du mich verarschen? Du hast hier einen Block, sehe ich gerade. Ja, das war mein Block. Ja, nee, jetzt nicht mehr. Willst du mich verarschen? Wie soll man mit den scheiß Streichhölzern hier Feuer machen? Der Josef hat gesagt, du darfst nur Streichhölzer verwenden. Hat er mir geschrieben, privat. Ja, ja, na klar. Kein Feuerzeug, meinst du? Alter, das geht nicht bei der Kälte, Mann. No.
Jetzt. Ich glaube, dieses Blatt Papier friert einfach ein, oder? Ist in Holz nicht auch Wasser drin? Bäume wachsen durch Wasser. Und Blatt Papier, das ist Baum. Das heißt, da ist eigentlich Wasser drin. Darauf zu lachen, Alter. Ja, geht schon das fast, schon? Schon fast kann man das gelten lassen. Aber so ein Holz musst du schon anbekommen. Ich bin ganz ehrlich, ich sehe die Challenge fehlen hier gerade vor meinen Augen. Ich würde sagen, letzter Versuch. Bitte lass diese scheiß Streichhölzer jetzt funktionieren. Also wenn die Streichhölzer leer sind, ist auf jeden Fall gefailed. Oh mein Gott. Ja, sieht gut aus. Jetzt muss es laufen. Scheiße. Ja, es brennt. Alter. Oh ja. Das ist der Beweis, es brennt. Ich würde sagen, damit ist die Challenge geschafft. Wir machen direkt weiter mit... Sehr stark, sehr stark. Hätte ich nicht gedacht, dass bei minus 70 Grad das dann, dass etwas brennt. Aber eigentlich, warum nicht, ne? Ich meine, die Luft ist ja trocken. Die Luft ist trocken, warum soll das nicht brennen? Die nächste Challenge, die kommt von Breaking Lab. I Will, ich habe gehört, du fährst an den kältesten Ort der Welt. Und ich hätte ein Experiment, ich fände es ziemlich cool, wenn du das machen würdest. Und zwar nimmst du heißes Wasser und wirfst das einfach in die Luft. Und dann sollte daraus instant Schnee werden. Ich würde das total gerne mal sehen. Ich bin gespannt, ob du das machen kannst und freue mich dann auf das Ergebnis. Dann testen wir mal, ob das funktioniert. Da springen so richtig kleine Funken raus. Ich glaube, das wird richtig gut funktionieren. Für Breaking Lab nehme ich auch einen großen Shot. So. Seid ihr ready? Let's go! Let's go! Alter! Mega geil! Das sieht so krass aus, diese Wolke hier, Mann. Absolut geil. Scheint zu funktionieren. Damit haben wir dann noch ein bisschen rumexperimentiert und konnten einige wirklich insane Fotos und Videos für Instagram machen. Die Challenge war sehr krass. Richtig easy, das war ja eigentlich geschenkt. Dann warten wir auf die von Sascha Huber. Oh Gott. Wie ihr seht, gefriert das Wasser am kältesten Ort der Welt extrem schnell. Hier gibt es deswegen auch keine Wasserleitungen, keine Duschen. Und wenn man aufs Klo gehen will, dann muss man aufs Blumsklo. Ich erspare euch die Details, es macht wirklich keinen Spaß. Machen wir weiter mit der nächsten Challenge von Need to Know. Hallo. Hä? Keine Wasserleitungen? Was machen die? Duschen die im Schnee, gehen die in den Schnee rein und mit der Körperwärme Trockenshampoo. Einfach Leben lang Trockenshampoo benutzen. Hallo Will, ich hoffe, dir geht es gut. Ich habe hier zwei kleine Aufgaben für dich. Boah, ist das heute schönes Wetter. Ich komme hier rüber wie der größte Schnösel mit dem Hut. Junge, warum mache ich sowas eigentlich? Ich möchte, dass du einmal dir deine feinsten, leichtesten Sommerklamotten anziehst. Ungefähr so wie ich es habe. Ein Shirt, ein Hut, eine Sonnenbrille vielleicht noch eine kurze Hose. Und damit dann einmal durch die Stadt läufst. Das ist natürlich der Fall. Ja, ich bin so abgehoben. Ihr könnt es ruhig sagen. Der stirbt noch wegen dir. Hätte sein können. Das ist, ob ich Badeklamotten mit habe. Ich habe welche für dich eingepackt. Kein Problem. Normalerweise trägt man in Olmiakon einfach 5 Schichten Kleidung übereinander und braucht jedes Mal eine halbe Stunde zum Anziehen. Ja, gar keinen Bock da zu wohnen, wenn ich jedes Mal mich anziehen muss. Hä, ist ja richtig nervig. Ich hab schon keinen Bock, eine Jacke anzuziehen, um nach draußen zu gehen. Ah, dann gehen wir schnell durchs Dorf und ich brauche eine Liege, wo ich mich bequem hinlegen kann. Let's go. Oh, ah. Stellt euch vor, ihr seid hier so Einwohner von diesem Dorf. Dann auf einmal kommt da hier so ein Deutscher da hingeflogen. 3 Tage muss er da hinreisen und rennt da durchs Dorf mit Sommerklamotten, Alter. Die armen Leute. Oh, es ist so arschkalt, Mann. Die Deutschen sind in Olmiakon angekommen. Alter. Oh. Ich würde sagen, hier ist eigentlich gerade ganz bequem. Hier lege ich jetzt mein Handtuch hin. Warte ganz kurz, wie würdest du sagen, wie kalt ist es? So oder so? Es ist so kalt, ne? Oh, oh, Alter, okay, schnell wieder rein. Ey, ist sehr geil geworden. Aber irgendwie sah das nicht nach Entspannen aus. Irgendwie war das ein bisschen, als ob er keine Lust darauf hätte. Deswegen muss ich ehrlich sagen, ich habe ihm die Challenge gegeben, ist gefailed. Er hätte wirklich chillen müssen. Aber warte. Bevor wir reingehen, ich habe noch eine Challenge für dich. Noch eine Challenge, alle hier rein. Von Leon Celtics, kannst du dir angucken? Von Leon. Ach, von du Leon. Scheiße. Hi Will, ich hoffe, dir geht's gut. Grüße aus dem sehr warmen Deutschland. Mit einem heißen Tee. Ja,
Wärmeflasche und ich bin hier schön eingedeckt. Alles sehr schön cozy und warm und nicht kalt. Er ist genauso wie ich, genauso gemein. Der Arme, guck mal. Also, meine Challenge an dich. Es ist, glaube ich, ein bisschen zu fies, deswegen gehen wir eine Stufe runter. Ich glaube, der Schauspieler nicht. Ich glaube, der ist wirklich gerade am Erfrieren. Junge, guckt euch das an. Das ist real. Der tut nicht so. Guck mal, wie rot der Arme wird. Du sollst am kältesten Ort der Welt die Ice Bucket Challenge machen. Was? Wir wollen ja natürlich nicht, dass... Der friert ein, Junge! Der friert dann ein! Was macht er? Guck mal, er will ihn wirklich umbringen! Der wird einfach gleich zu Avatar! Der wird dann in 100 Jahren irgendwie gefunden und wird aufgetaut! Nein. Du krank sterbe, wirst, deswegen kannst du schon ein bisschen wärmeres Wasser benutzen, aber du sollst... Wärmeres Wasser ist ja noch schlimmer, dann friert man noch schneller ein! Bro, er will ihn umbringen! Das ist wirklich... Das ist Mord zweiten Grades! Trotzdem einen Eimer Wasser über dich kippen. Alter. Und du darfst... Oder nee, wir machen es so, Fabian darf entscheiden, wie warm... Shit, ich bin dumm, Alter. Ich kann das Handy nicht mehr halten. Wie warm oder wie kalt das Wasser ist. Oh. Alter, können wir erst reingehen? Ich halte das nicht mehr aus. Meine Zehen sterben, Alter. Ich muss rein. Let's go. Und was? Es ist so kalt, Mann. Es ist so fucking kalt. Alter. Ah, shit. Ein Glück habe ich einen Case von Rhino Shield. Let's go. Höchst authentisch. Oh mein Gott. Das war keine spontane Idee in dem Rhino Shield. Aber ich muss kurz mich aufwärmen. Also er beschreit sich, dass seine Eier abfrieren, aber ich finde das jetzt ein bisschen übertrieben. Ist eigentlich ganz warm hier. So, und weil ich so ein guter Mitarbeiter bin, habe ich hier auch schon mal einen Eimer vorbereitet. Selbstverständlich mit eiskaltem Wasser. Will? Ja? Der Eimer stände dann bereit. Tja, wie wird es wohl morgen beim Eisbad? Achso, du musst es da im hohen Gras machen. Willst du mich verarschen? Oh, okay, schnell. Der wird draufgehen. Guck mal, stellt euch vor, irgendwie die Tür ist abgeschlossen. Keine Ahnung, er verlässt das Haus und die Tür ist irgendwie zugefroren oder so. Und der kommt nicht mehr ins Haus rein. Bei minus 70 Grad, wenn er diesen Eimer über sich schüttet, ist er innerhalb 10 Minuten totgefroren. Also, what the fuck, der bringt sich um. Seltzig, ist einfach Mord, minus 70 Grad ist. Ich teste gar nicht, ob das warm oder kalt ist, ich einem Kerl. Leon, du bist mindestens genauso verrückt wie Elias. Was? Genauso verrückt? Nein! Ich war noch menschlich genug, ihn nicht umzubringen. Ich war am Überlegen. Ah! Okay, Tür geht auf. Zum Glück, er hat überlebt. Das war übrigens eiskaltes Wasser. Ich glaube sogar, mit dem Wasser war ihm wärmer als ohne. Weil das Wasser war ja, jetzt kommt kurz Chemie mit Need to Know. Das Wasser muss über 0 Grad gewesen sein, sonst wäre es eingefroren. Nee, Körpertemperatur. Ach, scheiß drauf! Wie man unschwer erkennen kann. Das Gute ist, es kann eigentlich jetzt nicht mehr schlimmer werden. Ja, gucken wir mal, ne? Die ersten 24 Stunden sind jetzt vorbei. Und ich habe mich einigermaßen wieder von der Kälte erholt. Ich bin jetzt mal gespannt, was sich Techtastisch ausgedacht hat. Hey Will, ich wäre nicht Techtastisch, wenn es keine wissenschaftliche Challenge geben würde. Deshalb nimm eine Gurke und friere sie ein. Und dann versuch damit einfach... Er ist der Kreative. Nimm eine Gurke. Der ist am kältesten Ort der Welt, fährt 3 Tage lang und dieser Mann sagt, friere eine Gurke ein. Bro. Wozu? Ah, scheiß drauf, Mann. Einfach mal einen Nagel in ein Holzbrett zu hämmern. Okay, da kommt immerhin noch was dran. Okay, fair enough. Ich dachte, er muss nur eine Gurke einfrieren. Stell dir vor. Was? Okay. Als ob das geht. Kann ich mir gar nicht vorstellen, aber ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal. Wir stecken die Gurke jetzt einfach hier in den Schnee und kommen in einer Stunde nochmal wieder. Irgendwie ist diese Gurke hier nach draußen gekommen. Wir haben den nicht angepasst. Ich vermute, dass da ein Hund dran war, aber der hat dann wohl doch keinen Bock auf eine gefrorene Gurke gehabt. Ey, die ist richtig fest. Alter, die tut halt richtig weh. Das ist halt wirklich hier so ein Stück Eis. Ich habe jetzt hier 2 Nägel geholt und versuche die jetzt mal hier in das Holz reinzuhämmern. Ich kann die gar nicht richtig anfassen, weil die... Handschuhe sind zugefroren. Aber das Holz ist doch auch zugefroren. Das wird doch nicht funktionieren. Der kann doch da keinen Nagel reinnageln, oder? Unsinn. Das wird das Schwierigste davon. Als ob das funktioniert, Mann. Oh, das scheint nicht zu funktionieren. Ich kann mal so probieren.
Also er steckt schon mal fest. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Ich kann das jetzt hier gerade hochheben. Hätte ich nicht gedacht, aber das Ding scheint zu funktionieren. Aber wenn ich so reinhaue... Ich glaube, die Gurke muss länger draußen liegen bleiben. Eigentlich sollte das ja steinhart sein, oder? Funktioniert's nicht. Nein, klappt also echt nur hochhand. Ich würde sagen, Challenge geschafft. Machen wir weiter mit der nächsten Challenge. Schau ich mal, was Tomary sich überlegt hat. Hi Will, erstmal viel Spaß in der Eiseskälte. Meine Challenge wäre, dass du einmal Klamotten nimmst, also eine Hose und ein T-Shirt, das Ganze dann nass machst und das dann einmal irgendwie rauslegst, vielleicht 5 Minuten oder so, so lange, wie es halt braucht, bis es eingefroren ist und dann im eingefrorenen Zustand versuchst, dich damit halt anzuziehen. Was? Geht das oder gehen die Klamotten dabei einfach drauf? Also, nicht am... Oh, scheiße, sorry. Ich so. Da sieht man mal, dass Tomary der Kreative ist. Das ist wirklich eine sehr gut durchdachte Aufgabe. Ich suche mir jetzt 2 Klamotten aus, friere die ein und dann schauen wir mal, ob ich da reinkomme. Let's go. So. Ich habe jetzt hier Wasser geholt und 2 geliebte Kleidungsstücke, die wir jetzt hier eintauchen werden und dann werden wir das Ganze mal gefrieren. Die Frage, wo hänge ich das rüber? Ich würde sagen, da vorne über den Zaun. Einmal die Badehose. Okay, Nummer 1. Boah, wie das tropft. Die werde ich ja niemals wieder anbekommen, Mann. Ey, die wird er nicht anbekommen. Das friert doch ein. Wie soll er da rein, wie soll er da reinkommen? Den krieg ich nie wieder an, Mann. Den krieg ich nie wieder an. Ey, der gefriert jetzt schon fest aus. Das geht doch nicht. Ich krieg die wahrscheinlich nicht mehr von dem Holz hier ab. Das geht so schnell. Ich glaube, wir müssen ja gar nicht... Boah. Boah, guck mal, wie das da direkt festklebt. Das kriegt er da nicht mehr ab. Ich glaube, der ganze Pulli, der wird das da vom Gelände nicht mehr abbekommen. Das wird es gar nicht mehr abbekommen hier. Da komme ich dann nie mehr rein, Mann. Boah, das wird richtig unangenehm, da reinzuklettern. Also, wenn es überhaupt geht. Boah, guck mal. Da läuft einfach die Farbe von dem Pulli aus. Eiszapfen hier unten dran, die sind einfach pink. Als ob Pullis mit Farbe gefärbt werden. Ich dachte, die Wolle ist einfach, hat einfach eine Farbe. Wenn die Sachen noch weiter gefrieren, machen wir direkt weiter mit der nächsten Challenge. Die kommen von RhinoShield. Und die wollen wissen, ob ihre Handycases auch bei solchen Extrembedingungen von bis zu minus 60 Grad standhalten. Dazu soll ich einen hohen Punkt in der Umgebung suchen und dort mein Handy herunterfallen lassen. Ich würde sagen, wir versuchen irgendwie da hochzukommen. Also brauche ich nur noch irgendwo eine Leiter her. Schauen wir da lang. Wenn ihr ein Handycase und eine Schutzfolie von RhinoShield habt, hält euer Handy Stürze aus 3,5 Meter Höhe aus. Oh. Das klang nicht gut, aber ich habe keine Ahnung, wie es überhaupt physikalisch möglich ist, aber es ist kein einziger Riss drin und das Handy sieht aus wie neu, bis auf den Schnee. Krass, 3,5 Meter hoch. Genau, blaue Pullis werden aus Wolle von blauen Schafen gemacht. Nein, nicht von blauen Schafen, von weißen Schafen und die weiße Wolle wird gefärbt. Aber der Pulli wird ja nicht gefärbt, sondern die Wolle. Ah! Scheiß einfach drauf, lass gut sein jetzt einfach. Wenn das mal keine gute Leiter ist. Es gibt die Cases in allen möglichen verschiedenen Designs, zum Beispiel mit Marvel, Anime oder ihr könnt sogar euer eigenes erstellen. Oha, einfach Levi war da. Guck mal, ich habe auch Attack on Titan Hülle, aber leider nicht von RhinoShield. Was ich persönlich ziemlich nice finde, ist, dass die Cases aus 100% recycelbarem Plastik bestehen und die Verpackung auf unnötiges Plastik verzichtet. Ah. Ich habe keine Ahnung, wie hoch das hier ist, aber wenn es den Sturz hier runter aushält, dann überlebt das so gut wie alles. Es ist halt einfach noch ganz. Falls ihr euch auch nie wieder Sorgen machen wollt, wenn euch euer Handy mal runterfällt, gönnt euch eine Schutzfolie und einen Case von RhinoShield. Mit dem Code WILLIG bekommt ihr 15% Rabatt auf eure Bestellung. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ey, war ein sehr gutes Placement. Hat er sehr gut eingebaut. Vielen Dank nochmal an RhinoShield, die dieses extrem aufwendige Video hier möglich machen. Machen wir weiter mit der nächsten Challenge. Dein Handy für die nächste Challenge steht schon ins Auto bereit. Okay. Also der hat halt nicht das Video unterbrochen. Ich mag solche Placements, wo das Video weitergeht, aber auf eine andere Art und Weise, weil der hat aus dieser RhinoShield Placement hat eine Challenge gemacht. Alter, wo zur Hölle bringt ihr mich hin? Wo zur Hölle sind wir hier? Sieht so f***ing geil aus. Hier kann man 10.000 Bilder für Instagram machen, Mann. No. Wow, guck mal, wie schön der Mann ist. Das hätte man gut als Thumbnail nehmen können. So, wir sind jetzt hier auf einem See. Kannst du dir schon denken, wohin das läuft? Ich gehe hier nicht Eisbaden, falls du das von mir willst. Ja, schauen wir mal. Guck dir mal die nächste Challenge von Elias an.
Hat der ja zwei geschickt, ne? Ja, okay. Und noch eine zweite Aufgabe möchte ich... Ich habe einfach zwei geschickt, einfach weil ich denke, ich bin was Besseres. Dass du Eisfischen gießt. Okay. Du bohrst einfach ein Loch. Warum stand da der fischende Boss? Eisfischen gießt. Okay. Du bohrst einfach... Die gucken meine Streams. ...einfach ein Loch ins Eis rein und angelst da so lange, bis ein Fisch rangekommen ist. Kuss. Viel Glück. Ich habe noch nicht mal normal geangelt und jetzt soll ich Eis fischen. Wir haben ja immerhin einen Guide vor Ort, der mir das jetzt erklärt. Ach du Kacke, Alter, was geht jetzt? So. Krank, Mann. Ah, okay. Der schlägt in ein Eis rein und sagt, krank, Mann. Guck mal, wie krank er ins Eis reinschlägt. Das schon, oh Mann, ich will mich nicht über den armen Jungen lustig machen. Spasiba. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass ich hier gleich mit untergehe. Puh, es ist anstrengend. Der Profi macht das ja viel, viel schneller als ich. Bis jetzt sehe ich auf jeden Fall noch keine Fische. Es geht weiter zum zweiten Loch. Was passiert hier gerade? Check's grad. Was hat er gerade gesagt? Viel schneller als ich. Bis jetzt sehe ich auf jeden Fall noch keine Fische. Es geht weiter zum zweiten Loch. Wir gehen da drüber. Warum blendet er das in Russisch ein? Soll ich das jetzt auf Russisch lesen? Da ist das Netz. Was passiert hier gerade? Check's gerade gar nicht. Keine Ahnung, wie wir da mal jetzt Fische fangen sollen. Also, okay. An der Stelle hat dann leider unser Mikrofon den Geist aufgegeben. Die größte Challenge an dem Video war nämlich, überhaupt erstmal das Video aufzunehmen. Denn bei minus 60 Grad versagt früher oder später jede Technik. Die Kamera ist einfach komplett zugefroren hier. Die Räder lassen sich auch nicht mehr drehen, also die sind zugefroren. Ich hoffe, die überlebt das mal. Dass wir das Video... Boah, stellt euch vor, die SD-Karte wäre irgendwie zugefroren und kaputt. ...Video überhaupt produzieren konnten, ist schon ein Wunder. Falls euch interessiert, wie das Video entstanden ist, kommt dazu auch noch eine Behind-the-Scenes-Doku. Jedenfalls habe ich, nachdem meine Hände schon so gut wie abgefroren waren und ich die Hoffnung eigentlich schon aufgegeben hatte, doch noch einen Fisch aus dem Eis gezogen. Challenge bestanden. Was sie nicht wissen, ist, dass dieser Fisch an seiner Hand eingefroren ist. Aber der tut jetzt nur so. Der tut so, als ob er ihn festhält, aber er kann ihn nicht mehr loslassen. Mittlerweile ist es draußen dunkel geworden. Das heißt, die Klamotten für die Challenge von Tomary sollten mittlerweile gefroren sein. Jetzt versuche ich, die mal anzuziehen. Go, komm, Beeilung. Ah, hier ist eigentlich ganz warm. Jetzt beeil dich doch mal. Okay. Wir starten mit der Hose. Alter, das ist ein einziger Eisblock. Ich hätte Handschuhe mitnehmen sollen. Es fühlt sich an, als würde ich in eine Plastiktüte steigen. Aber es geht tatsächlich. Nice, ich würde sagen, die sitzt ja wie angegossen. Jetzt wird's spannend. Hier hängen einfach f***ing Eiszapfen dran. Ich bin mal gespannt. Alter, es geht einfach. Wie soll er das anziehen? Instant an meinen Händen fest. Also die Hose hat mich schon gewundert, dass der da reingekommen ist. P? Warum schreiben Leute P? Wofür steht P? Was bedeutet P? Ich glaube, P heißt nichts. Ihr schreibt es einfach nur, damit ich wieder sauer werde. Da komme ich doch nicht rein, Alter. Ah. Da komme ich niemals rein. Ich brauche Handschuhe. Schnell rein. Ah, meine Hände. Meine fucking Hände, Mann. Ah. Haha, Alter, boah, ich hab wieder Metall angefasst, das ist so schlimm, wenn man Metall anfasst, komm jetzt rein. Tür zu machen, es ist minus 60 Grad, mach die Tür zu! Dann verbrennt man sich die Hände da dran. Okay, ich habe Handschuhe geholt, damit könnte es vielleicht gehen. Es ist halt hier in der Mitte zugefroren, ich muss da durch das Eis durch. Ich komme da nicht rein. Die Hose habe ich erfolgreich anbekommen, den Pulli, da komme ich einfach nicht rein. Wie will er da reinkommen? Das ist einfach straight aus Paper Mario, dieser Pulli. Ich würde sagen, ihr entscheidet einfach in den Kommentaren, ob ich die Challenge bestanden habe. Und jetzt schnell rein. Ich habe jetzt noch 24 Stunden Zeit für die letzten drei Challenges. Die nächste kommt von Sascha Huber. Hey, was los? Wenn es um eine Challenge geht, bin ich sofort am Start. Was will ich nicht zweimal sagen? Und zwar, ich habe da eine gute Challenge für dich. Ich glaube, man sieht, ich bin gerade aus der warmen Dusche rausgesprungen. Und meine Challenge für dich wäre genau das Gegenteil. Das heißt, ausziehen, 10 Push-Ups machen, 10 Kniebeugen will ich sehen, dann rein ins Wasser, Alter, dann wieder raus und dann nochmal 10 Push-Ups und 10 Kniebeugen. Ich wünsche dir bei alles Gute, aber
Wasser, vorsichtig, ja, auf die Atmung achten. Bitte pass gut auf dich auf, wir wollen noch mehr Videos sehen. Also hau rein, beste Grüße. Alter Sascha, du bist doch gestört, Mann. Ich kann doch nicht bei minus 60 Grad Eisbaden gehen. Nee, Mann, das mach ich nicht. Nein! Zelt ist schon gebucht, auf geht's. Okay, let's go. Aber warte. Bevor wir gehen, schau dir noch die von Felix an. Okay. Bedienung mit der Nase läuft auf jeden Fall. Moin Will, du bekommst von mir die Aufgabe, die sogenannte Frozen Pants Challenge nachzumachen. Ja, dafür musst du in eiskaltem Wasser baden gehen und danach deine Hose gefrieren lassen. Und für diesen Hosenflip hier hast du dann ganze 10 Minuten Zeit. Wenn du das nicht schaffst, habe ich die Challenge gewonnen. Die Frozen Pants Challenge? Ich blende das mal ganz kurz hier ein, wie das aussehen muss. Ich bin mal gespannt, ob ich das hinbekomme. Und jetzt geht's erstmal ins fucking Eiswasser bei mir. Wie kreativ. Der muss einfach eine gefrorene Hose werfen. Minus 60 Grad! Alter, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Ich kann in dem scheiß Fluss hier soll ich baden gehen. Pass auf, rutschig. Gebt euch mal, wie der Dampf hier über das Wasser drüber geht. Ich sterbe, wenn ich hier reingehe, Leute. I never swim. No? I do not crazy. No. No. Okay. Shit, man. Let's f***ing go! Das ist für dich, Sascha! Let's go! Hey, warum dampft das Wasser? Warum schreiben Leute jetzt K? Wasser ist K! Wasser, lass das mal jetzt mit den Buchstaben! Hör auf, Buchstaben zu schreiben! Lass es einfach! Let's fucking go! Ich schwöre euch, mir war noch nie so kalt in meinem Leben. Das Wasser war zwar nicht kälter als 0 Grad, aber sobald man aus dem Wasser rauskommt, gefriert es instant auf der Haut. Ja, ist echt so, der friert da einfach legit gerade ein. Der ist jetzt gerade im Prozess drin, mitten im Prozess einzufrieren. Und mit dieser Aktion habe ich es einfach in die russischen News geschafft. Dort ist dann aus dem Nichts einfach ein Filmteam aufgetaucht und jetzt bin ich einfach im... Was? Wie sind die da innerhalb 5 Minuten? Die sind ja richtig schnell. Russischen Fernsehen und auf einem... Die sind einfach gespawnt. Die kriegen so eine Benachrichtigung, wenn jemand in dieses Wasser reinläuft. Großen russischen YouTube-Channel zu sehen. Ich würde sagen, Challenge bestanden! Das war die mit Abstand krasseste Challenge bisher. Falls ihr neu auf dem Kanal seid oder das Video über eine Reaction anschaut, dann abonniert jetzt den Kanal, um weitere so aufwendige Projekte wie das hier zu ermöglichen. So, dann versuchen wir mal die Hose hier irgendwo einzufrieren. Muss er für diese Hose Challenge nichts anhaben? Oder hat er einfach Bock gerade nichts anzuhaben? Und jetzt muss ich, glaube ich, einfach halten. Ja. Ich hätte mir was anziehen sollen. Ja, die 10 Minuten starten ab jetzt. Passiert halt noch gar nichts. Ich glaube, ich muss mir noch fix was zum Überziehen holen, sonst werde ich hier frieren. Ich gehe noch mal kurz rein. Wenn das mal kein sexy Outfit ist. Scheiße, ich hätte Handschuhe anziehen sollen. Aber die ist noch nicht fest. Ich hole mir einen Handschuh. Alter Will. Hätte mir eine lange Hose anziehen sollen. Nein, du gehst jetzt nicht nochmal rein. Nee, jetzt kann ich natürlich nochmal rein. Mach mal weiter, dann können wir so sexy Musik runterlegen. Also ich würde sagen, man kann die schon. Vielleicht wenn du die in den hohen Schnee flippst, bleibt die schon stehen. 3 Minuten hast du noch. 3 Minuten. In den Schnee zu flippen. Muss die auf den Beinen hier landen? Ja, die muss danach stehen. Aber nicht so rum. Nee, andersrum. Wie soll das gehen, Alter? Das geht ja gar nicht, weil Gewicht ist ja... Hier ist doch das meiste Gewicht. Ja. Oh. Das ist doch unmöglich, Alter. Ja! Ja! Das gilt als bestanden. Wir machen weiter mit der allerletzten. Der hat keinen Bock mehr. Gilt direkt als bestanden. Einfach Rentiere. Challenge. Ich befinde mich jetzt hier bei Rentieren und werde gleich mit denen eine Schlittenfahrt machen. Dazu hat mir Manuel noch eine allerletzte Challenge gegeben. Hi Will, hi Fabi. Rentiere sind doch Fabelwesen, oder nicht? Die gibt's wirklich? Ich dachte, die gibt's nur vom Weihnachtsmann. Fabian, schöne Grüße in das eisige Olmiakon. Ich habe gehört, dass ihr am kältesten Ort der Welt eine Rentierschlittenfahrt unternehmen wollt. Und da dachte ich mir, Will, kleine Challenge an dich. Versuch doch mal während der Fahrt vom Schlitten auf ein Rentier drauf zu springen. Nein, Spaß beiseite. Versuch mal während der Fahrt aufzustehen und sagen wir 10 Sekunden stehen zu bleiben. Alter Manuel. Bitte nicht so machen. Ja.
bricht mir die Beine. Ja. Ich darf halt auf dem Schlitten stehen. Ich glaube, das geht echt nicht. Wow. Okay, das ist crazy. So ein krasses Gefühl, Mann. Alter, krass, ey. Alter, das kann ich nicht machen, Mann. Das geht nicht. Leute, das geht doch nicht, Mann. Wow. Alter. Boah. Alter. Was, Leute? Was? Ich kann mich doch nicht drauf stellen. Ist das jetzt schon eine Challenge hier nicht? Wow. Was zum... Es ist ja schon eine Challenge, hier nicht runterzufallen, Mann. Das ist echt risky, Leute. Oh, dieser Bree gibt wirklich alles. Respekt an diesen Bree. Wow! Also, wenn ich hier runterfalle, wenn die Vollspeed haben, breche ich mir beide Beine. Ich fühle mich wie der Weihnachtsmann. So, ich muss aufpassen, dass man nicht rückwärts... Alter, wie steil ist es hier bitte? Wie steil? Hier vorne kann ich es nochmal probieren, jetzt ist es flacher. Ah. Jetzt ist langsamer, ich probier's nochmal. Aber die sind nicht so schnell, oder? Eins. Ah, jetzt haben die nachgelassen, jetzt haben die keine Power mehr. Warum fehlt immer an einer Seite ein Horn? Hier fehlt eins und da... Nee, der zwei. Ach, scheiße. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Er tut so, als ob er gerade irgendwie über eine Autobahn fährt. 8, 9, 10 Challenge bestanden! Ich habe es damit offiziell geschafft, 72 Stunden am kältesten Ort der Welt zu leben. Vielen Dank nochmal an alle, die mitgemacht haben. Wer ist das? Was macht der da? Wer ist das? Warum steht auf einmal neben so einem Random? Wir haben dieses Jahr noch so große Projekte in Planung, also falls ihr Bock auf mehr solchen krassen Content habt, dann abonniert den Kanal. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich bin raus. Der ist beim Weihnachtsmann angekommen. Guck mal, hier steht noch minus 71 Grad. Ist das die Durchschnittstemperatur oder das die niedrigste Temperatur, die da gemessen wurde? Ey, dieses Video hat mir sehr gut gefallen. Also auch die Challenges sind schon echt sehr krasse dabei. Richtig stark. Bitte schaut da vorbei. Ihr müsst wirklich dieses Video nochmal schauen. Oder ihn abonnieren oder liken. Alles. Ihr könnt alles machen. Bitte.